Wieder einmal willkommen zurück bei Pokémon Weiß 2, der Pokémon-Edition, das ein direkter Nachfolger zu Pokémon Schwarz und Weiß ist. Das ist doch einfach nur der Hammer, Baby, oder? So, jetzt mal kurz gucken. Ich bin, glaube ich, hier gerade ein bisschen falsch. Moment mal kurz. So, jetzt müssen wir da gehen. Und klappt es wieder? Jawohl, es klappt wieder mit der Steuerung. Das ist doch optimal, Freunde. Und deshalb gleich weiter hier. Aber erstmal kurz schauen, wo ist die richtige Taste? Genau, hier war sie. Unser liebes Team sieht folgendermaßen aus: Fukano, Elekid, Bad Level 17, Sotronin, Level 20, Riolu Level 18, natürlich auch noch Stravikel, Level 17. Was ich mal behaupten würde, wir sind ziemlich gut unterwegs, oder? Sotronin, Elekid, soweit so gut. Und wie auch schon angekündigt, werden natürlich gegen die Arenaleiterin mit nur so viel Pokémon antreten, wie sie selber auch einsetzt. Das wäre in diesem Falle, bei diesem normalen Modus, wie ich ihn ja zu spielen pflege, lediglich zwei Pokémon. Denn erst im Normal, normal sage ich schon. Denn erst im genau. Denn erst im Challenge-Modus, das ist ja auch, den man eigentlich nur in Schwarz 2 freispielen kann, aber auch in Weiß 2 aktivieren kann. Nur da ist es möglich, dass sie dann halt drei Pokémon einsetzen, die dann auch stärker sind. Ja, so wie das, jetzt mal kurz gucken, ich habe zwei gesagt, aber das soll erst bei der Arenaleiterin selbst, zur Arena selber. Da werde ich wohl noch alle Pokémon einsetzen, um besser entscheiden zu können, welche Pokémon wohl am besten geeignet sind in dieser Arena. Vaporeon City. Ich bin ja gerade komplett falsch. Die Turbotreter sind die. Ah, hier. Hä? Hat was Blubben gehört? Blub, blub. Mein Magen ist es sicher nicht. Müsste wohl das Abflusssystem hier sein. So, Freunde, auf geht's zur Arena, die schon, ja, coole Neonröhre, die natürlich super flimmert. Ob das wohl geplant ist als Werbegag? Wer weiß. Kann singen, suche Band. Von mir ist der garantiert nicht. So, dann wegen ich und singen und so, und schon der nächste Spaß, der uns anspricht. Das hier ist eine Pokémon-Arena und gleichzeitig eine Konzerthalle. Die Arena-Leiterin und ihre Band proben gerade, du kannst sie also ruhig herausfordern. Yo, yo, yo. Ah, du hast sicher Durst. Hier eine Aufmerksamkeit des Hauses. Yo, vielen Dank für das Wasser. Weiter geht's. Alter, ist das laut! Bitte? Cool! Wir singen Pokémon! 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 Ich bin todwürdig, Alter. Ich hatte hier in der Konzerthalle drauf, dass die Akustik gut ausbalanciert ist. Bist du ein Trainer? Hatte darauf, dass die Typen des Pokémon-Teams ausbalanciert sind, hä? Jo, bisher schon. Das ist nicht mal eine Arena-Leiterin, sie versteht es wirklich, den Pokémon ihren Charme zu entlocken. Das liegt wohl daran, dass sie mit Lemon Seal dabei ist, was sie auch tut. Let's rock Pokémon! Ja, und das Witzige daran ist, wir können sie noch nicht herausfordern, guck mal. Es ist zu laut, ich verstehe kein Wort, Michael. Der kennt meinen Namen. Ach so, stimmt, wir haben jetzt ja schon mal getroffen. Ja, so. Und deshalb müssen wir erstmal ihre Bandmitglieder ausschalten. Du bist der Erste. Wer im Weg steht, ist ein Wegräumt und jeder andere auch. Ja, wer's glaubt's? Oh cool, ein Rabigato auf der Jacke. Raufbold Kuck. Was Kuck? Cookie? Cookie das Huhn. Fukano, zeig was du kannst. Fukano gegen Slimer, wer wird gewinnen? Blöde Frage. Mächtiges Flammenrad. Das hätte ruhig mehr Schaden machen können. Scheiße. Smogon, okay, ich werfe es jetzt mal, um natürlich zu gucken, welches Pokémon hier am meisten Schaden macht. Das habe ich einen Kreolo nicht abgelegt, der ist ein Kampf-Pokémon und daher gegen Gift nicht so geeignet. Mann, ey. Also manchmal als Zuschauer muss man sich schon fragen, was macht der hier nieder? Was macht der Spasti da? Hier nicht passt, ich sind leider beides, deshalb jetzt erstmal eine Schockwelle, um uns wieder ein bisschen aufzuwecken. Gut Damage.
Ah, diese verdammten Gift-Pokémon. Leute, das wäre ein guter Grund, um sich ein Magnetilo zu fangen. Ich kann es nur empfehlen, denn Magnetilo ist nicht nur als Stahl-Pokémon gut gegen Gift-Pokémon bzw. gegen Gift-Attacken, sondern auch hat es einen hohen speziellen Angriffswert. Vor allem dann auch als Magneton und dann auch als Magneson ist das sehr zu empfehlen, liebe Freunde. Das weiß ich gar nicht, aber vorher noch hier eingesetzt. Also nein, ich habe die falsche Attacke. Ja. Wieder mal zu viel aufs Quatschen konzentriert und zu wenig aufs Spielen. Das ist wieder mal typisch für den guten alten Michael. Nicht wahr? Jetzt reicht es aber Sternschau und los! Junge! Scheiße. Spielmusik, Raufbold, guck! Guck doch mal den Raufbold an. Seht ihr? Klingt schon ein bisschen langsamer. Immer noch zu laut. Vulcano! Jo, ich rocke drauf los. Wenn ich rocke, dann rocke ich. Ist klar, du Hocke. Was? Hocke? Achso, sie rockt auch im Hocken. So, war das doch wieder gemeint. Ist auch egal. Toxiped ist ihre Wahl. Was? Egal, Wahl? Naja. Da muss ein halber rein, was? So, der wird aber reinhauen. Wumms! Und Smogon, ein Gift-Typi. Elekid hat schon ziemlich gut Schaden gemacht, aber ich schaue mal, was Swatronin so leisten kann. Fugano, come back! And go Swatronin! Oh, ja. Swatronin auf Englisch, ich habe keine Ahnung mehr. Ist auch egal. Ich habe hier Zornklinge. Super Tage, Gift, Käf gegen Gift, das ist natürlich super. Oder Aquaknarre bzw. Kalkklinge. Da könnt ihr zweimal raten, was ich da einsetzen werde. Und Schnitz! Das kommst du einfach nicht drin. Wieso hast du überlebt? Das ist doch wohl 6 Level Unterschied, das Vieh überlebt noch. So, hast du Lister. Und Tschüssikowski, Sayonara und Goodbye. Das war's mit der Gitarristin. Sie ist zwar nur noch alleine, aber trotzdem klingt sie gar nicht mal so übel. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen hoch teilweise. Also richtig ausbalanciert ist es nicht mehr. Sollte erstmal Pokémon heilen gehen und dann wird Mika mit bloß 2 Pokémon herausgefordert. Und ich überlege bei dieser sanften Mucke. Überlegen, gute Frage. Also Swatronin sowieso, weil es mein Champ ist, mein Starter. Und so betrachtet auch mein stärkstes Pokémon. Dann noch die Frage, wird es Vulcano sein oder Elekid? Kano hat eigentlich nur dann guten Schaden gemacht, wenn der Gegner auch ein Käfer-Pokémon war. Was auch logisch ist, da er halt als Feuer-Pokémon ziemlich viel Damage macht. Und daher wähle ich wohl Elekid und Swatronin. Und Vulcano nehme ich mal vor allem für die nächste Arena auf, denn da ist wieder mal der gute alte Arty mit am Start, der Käferfreak. Und da dürfte Vulcano ziemlich viel Damage machen. Da mal abgelegt. Box 8, da kann ich auch mal ein Team oder sowas umändern. Einfach hier Box 1, wo ich halt die Pokémon der Reihenfolge nach im Regionaldex halt anordnen werde. Box 2 halt auch, Box 3, Box 4, Box 5 auch, etwas so weit dürfte es gehen. Bis ich ungefähr alle 300 Pokémon, die es halt in diesem Regionaldex hier bei Pokémon Weiß und Schwarz 2 geben dürfte. Gut, abgelegt. Moment mal. Dachte ich mir doch, ich habe noch Reol und Walti dabei. Und schon der nächste Fail. Das wird eine super Folge. Wie lange läuft es überhaupt schon? Knapp 10 Minuten. Das geht doch. Das sieht doch mal gar nicht mal so schlecht aus bisher. Ich will ohnehin für Pokémon ein bisschen nicht mehr so lange Folgen machen, da ganz ehrlich Freunde 30 Minuten Folgen immer täglich. Oder täglich sowieso nicht, aber halt immer 30 Minuten Folgen. Ist schon ja teilweise nicht ganz so einfach für mich, das noch rechtzeitig zu bearbeiten, zu rendern und dann natürlich auch hochzuladen. Vor allem dann in YouTube, wie gerade in letzter Zeit wieder.
ein bisschen Spaß drin hat und dauernd Folgen ablehnt oder aber sonstige Wartungsarbeiten durchführt, weswegen es immer, immer länger dauert, bis die Folge endlich oben ist und natürlich auch anschaubar ist. Alles klar, Elekid und Zwotronin, 2 gegen 2 gegen Mika, die Arenaleiterin von Mapydro City. Falsche Taste, Mann. Ganz ruhig bleiben. Und mir fällt dann, ich habe keinen Trank dabei, kein Gegengift, ist ja super. Außer halt diesem Tafelwasser, was vielleicht sogar unsere Rettung sein wird, wer weiß. Und sie spielt immer noch alleine, denn wir haben sowohl die Trommel als auch Schlagzeug und die eine Gitarristin ausgeschaltet. Jetzt, Mika, bist du fällig. Links, rechts, hinten. Vorne geht nicht so gut. Los geht's! Ich bring dich jetzt zum Ausflippen! Oh mein Gott! Michael vs. Mika, der Kampf der Kämpfe, möge beginnen! Yes, okay, pull up dabei! Juhu! Wie kann man bloß aus kleinen Rotzkühe bereits graue Haare haben? Papier nicht! Elekid Smogon! Elekid, nimm die Schockwelle! Der alten Ahnen! Das Elektro-Kamehameha! Kamehameha! Mika, du bist erledigt! Das war Nummer 1 und Nummer 2 folgt natürlich so gleich. Oh, Volum! Käfergift. Muss nicht einen Attack haben, ich drehe jetzt erst richtig auf. Sie dreht erst richtig auf. Oh mein Gott. Das lasse ich natürlich nicht zu. Oh. Der Giftschocker. Nein, nicht der Giftschocker. Boah, Alter. Schockwelle der alten Ahnen. Ich bin verzweifelt. Ja, nee, ist klar. Blub. Elekid ist down. Zwotronin, erledige Rollung. Du bist dran. Jetzt hängt alles von dir ab. Zwotronin. Nein. Egal, dann gleich nochmal, weil es so schön war. Schnitz. And finish him off. Und Level 21, könnte es noch geiler sein. Yeah! Was soll denn da also noch mit dem Refrain? Ach so, deshalb. Warst du ein bisschen abgelenkt oder was? Da habe ich wohl verloren. Naja, sowas aber auch. Das bedeutet wohl, dass du ganz schön stark bist, wa? Naja, das ist zwar ein bisschen bitter für mich, aber wenigstens habe ich mein Bestes gegeben. Irgendwie fühle ich mich ganz erfrischt. Hier, der weiß, dass du mich besiegt hast. Oh yes! Der zweite Orden. Jetzt hast du zwei Orden, Alter. Damit erkennen sämtliche Pokémon bis Level 30 an, wie toll du bist und befolgen deine Befehle. Auch die Pokémon, die du mit anderen Trainern getauscht hast. Und hier, benutzt auch diese TM. Der Giftschocker. Cool. Dankeschön. Die TM 9 ist Giftschock. Giftschock überschüttet das Ziel mit einer speziellen toxischen Flüssigkeit. Und wenn dein Gegner bereits vergiftet ist, haut der Attacke doppelt so stark rein. Hey, ganz im Ernst, es haut voll rein. Yo. Oh, ist ja richtig ruhig. Oh, cool, guck mal, ein Smogon im Hintergrund. Smogon. Ja. Was ist jetzt los? Hey, du, wenn du uns kaufst mit der Arena der Mika, bist du mir sofort aufgefallen. Du hast Charisma. Bitte komm auf jeden Fall nach Pokéwood. Was, nach Hollywood? Ach nee, Pokéwood. Du gehst nach Pokéwood? Ja, stimmt ja, mein Vater. Ich muss ihn dazu bringen, wieder als Kapitän zu arbeiten. Verdammt, und los geht's. Oh. Eine Einladung nach Pokéwood. Wieso eigentlich nicht? Ja, mal ganz im Ernst, Freunde. Wer wollte nicht schon immer mal nach Hollywood? Und Pokéwood ist doch im Prinzip dasselbe für Pokémon.
Ein glänzender Ringorden ist eine Kostbarkeit, die man zusammen mit seinem Pokémon errungen hat. Nicht vergessen! Nö, natürlich nicht. Wie könnte ich auch? Dieser Sieg geht ganz alleine auf die Kosten meiner Pokémon. Yeah, yeah. Ach so, da unten Bluebots. Ein wildes Pokémon oder ein Item. Was auch immer das sein könnte. Doch, das ist jetzt egal. Ja, ich hatte ein Pokémon. Gib her. Hier hast du und vielen Dank. Sehr schön, sehr schön. Mein Pokémon-Team ist wieder fit. Das freut mich doch sehr. Mal gucken, ob wir da genug Kohle dabei. Ich hoffe es doch für ein paar. Gut, Superbälle haben noch 5. Das muss reichen. Pokébälle auch. Wie sieht's mit Tränken aus? Ziemlich dürfte. Zwei Supertränke. Muss leider sein, ich brauche unbedingt. Und dann noch zwei Tränke normale. Alter Scheiße. Ich habe keine Kohle. Wo ist meine Kohle? Fluchtzeug habe ich noch 1, das dürfte reichen, für wann auch immer, Schutz lieber nicht, da warte ich lieber noch auf den Superschutz, der ist ein bisschen besser. Und kann ich dann zu dem jeweiligen Zeitpunkt auch ein bisschen besser gebrauchen als jetzt noch. Daher mit dem Schutz noch warten, Paraheiler, jeweils 2 davon. Gut, Aufwecker brauche ich auch noch, einfach noch 2, Feuerheiler. Ja, aber sowieso selten, Eisheiler sowieso. Da schätze ich mal, das geht so in Ordnung, liebe Freunde. Und jetzt wieder mal die Pokémon geschnappt. Mal gucken, was habe ich denn... mal gucken, was habe ich denn schönes Pokémon bewegen, natürlich immer. So, deswegen. Ja, da wäre vielleicht Minimum ein bisschen besser gewesen. Mitnehmen. Ja. Was soll's. Dauert zum Glück nicht lange. YOLO? Ich frage mich ganz ernsthaft, Freunde, wann wird wohl der Zeitpunkt kommen, wo sich unser YOLO entwickeln wird zu Lucario? Beziehungsweise halt, wann wird unser YOLO glücklich genug sein? Eine sehr gute Frage. So, jetzt mal kurz auf die Uhr schauen. Was haben wir für eine Zeit? 17, bald 18 Minuten. Ja, soll ich noch nach Pokémon gehen? Soll ich nicht mehr gehen? Na kommt. Ein kurzer Abstecher. Wieso eigentlich nicht? Und schon sind wir noch nicht da. Willkommen! Hinter dem Tor erwartet dich das großartige Pokéfood. Schön, was sagst du dazu? Pokémon, auf Wiedersehen! Grawaltang, willkommen in der Glitzerwelt! Ja. Willkommen in der Glitzerwelt! Durchaus. Dieser Trainer hat das gewisse Etwas. Ja, unsere Nachwuchshoffnung sollte kürzlich eintreffen. Wie auf Stichwort! Willkommen im Pokéwut! Schön dich zu sehen, Michael, wir haben schon auf dich gewartet. Darf ich vorstellen, das ist Mr. Woody, er ist hier der Boss. Was? Woody? Woody, der Holzfäller? Hallo, gestatten mir Mr. Woody, nett dich kennenzulernen. Alter, wie der aussieht, das erinnert mich ein bisschen an den Großvater von... Wie hieß er schon wieder? Als Serie hieß Shaman King und das war doch der Großvater von... wie hieß der Protagonist da? Von Shaman King? Ja, mir fällt es gar nicht mehr ein. Der Rivale hieß ja, beziehungsweise der Feind hieß er Seki, er war... Ach, verdammt, mir fällt es nicht mehr ein, ist auch egal. Du bist also Michael, wa? Wir haben gerade über dich geredet. Ich habe leider noch ein paar Dinge zu erledigen, bevor ich dir im Detail erklären kann, wie wir hier arbeiten. Tut mir wirklich leid. Ich hoffe, du kannst noch ein wenig gedulden. Wir reisen in der Zwischenzeit mit einer Führung über das Gelände. Oh, das ist eine ausgezeichnete Idee. Dann bekommt Michael gleich einen Einblick in die wunderbare Welt der Filme. Pokéwut ist eine Traumfabrik. Wer sich nach Nervenkitzeln oder großen Gefühlen sehnt, ist hier genau richtig. Aber genug geredet. Ich werde versuchen, mich zu beeilen. Bis später. So. Ich bin stolz, für Mr. Woody zu arbeiten. Sieh sich einer diesen Beinarbeitern. Was? Beinarbeit? Wieso hast du seine Beine geschaut? Bist du etwa vom anderen Ufer? Oh Gott. Zunächst will ich dir kurz erklären, was sie hier in Pokémon überhaupt tun. Pokémon ist eine Filmschmiede. Wir drehen hier einen heißen Streifen nach dem anderen, um den Kinos ein möglichst gutes Programm bieten zu können. Yeah! Wie jetzt? Kinos gibt's ja auch? Cool. Ach, war schon lange nicht mehr im Kino. Ja? Das ist unser Filmpalast. Selbstverständlich gibt es darin immer die neuesten Filme zu sehen.
Gleichzeitig fungiert dieser Ort aber auch als Treffpunkt für die Fans der verschiedenen Filmstars. Komm, schauen wir doch einmal hinein. Jo, jo, jo. Mann, ich will doch gar nicht, ich will mich erst noch umsehen. Und schon bin ich drin. So, hier haben wir den Schalter. Schalterverwalter. Ist das nicht der Vater von Mika? Oh, was haben wir denn da? Das ist doch der Talentsucher. Dank dir habe ich mir meinen Traum erfüllt und mein lang ersehntes Hindebüt gegeben. Ach ja, das freut mich. Und wer ist das? Das ist Michael. Ich habe deine Tochter mit diesem jungen... Hüstel. Ich habe deine Tochter mit diesem jungen Trainer kämpfen sehen und sofort sein Potenzial erkannt. Deswegen wollte ich auch unbedingt, dass dieses Talent nach Pokéwook kommt. Verstehe. Du hast also meine Mika rausgefordert. Da muss ein ziemlich guter Trainer sein. Oh, ach ja, gleich fängt der Film an, in dem ich mitgespielt habe. Wenn du über mein Filmdebüt nachdenkst, solltest du ihn dir ansehen. Gute Idee, das wird für dich sehr lehrreich sein, Michael. Ausgezeichnet. Auf geht's. Hilfe. Alter, ständig wird er von einem zum anderen mitgeschleift. Hier kommt die Pokémon-Filmpalast, das ist der Schalter. Hier kannst du einen Film aussuchen, den du dir gerne ansehen möchtest. Es gibt auch coole Kinosäle. Ganz schön luxuriös, wa? Aber meine B-Film läuft in einem ganz besonderen Saal. Okay. 2, 1 und go! Präsentiert von... Augen aufklappen. Super Sandro! Super Sandro gegen einen Helden im besten Alter. Oh mein Gott. Ein idealer Vergnügungspark ist ein Vergnügungspark voller Gelächter. Okay, das geht mir ein bisschen zu schnell. Müsst ihr selbst lesen, Freunde. Was? Riolu-Man? Zuschauer da unten. Gladiantri wird in den Kampf geschickt. Yeah. Schwärmt aus, meine Pokémon! Zerstört alles, was ihr könnt! Nicht so schnell! Wer ist da? Er fragt, wer ist denn, wer steht da genau vor ihm? Warte doch mal, Sandro, ist es nicht der Innenleiter aus der oh, wie ist hier die Ort schon wieder? Jedenfalls auch in Schwarz-Weiß war doch der Innenleiter da, der Eis-Innenleiter. Genau. Oh, dass wir reingehauen haben. Ja, der andere ist im Eimer. Staluk, das ist doch... Das ist das Unlichtvogelviech. Yeah, das hoffe ich auch. Die Zuschauer da unten voll am Einpennen. Oh nein. Nein, mit Luftschnitt. Eine Flugattacke gegen ein Kampf-Pokémon, das kann nicht gut ausgehen. Schon vorbei? Was soll der Mist? Hilfe, ich hab verloren, ich bin ein Loser. Riolu-Man war das auch nicht gewachsen. Aber wer niemals vergessen, wie tapfer war, und tschüss, lebt wohl. Muah, voll wenig Zuschauer noch. Und jetzt die Credits. Super Sandro als Sandro, Pokémon-Truppe, das gehen wir viel zu schnell zum Vorlesen. Drehbuchregisseur Sergei Pokémonski. Natürlich wieder mal dieses Augenaufschlag-Dingsbums-Logo, Ende. Hä? Schon vorbei? So schnell? Pünktchen. Danke, dass du den Film angesehen hast. Und wie hat er dir gefallen? Was ist los? Mein langer Sinn des Filmdebüt. Mein Traum hat sich erfüllt. Wie meinst du das? Für den Menschen gibt es Dinge, die ihm liegen und Dinge, die ihm nicht liegen. Das ist mir klar. Aber als meine Tochter gesehen habe, die versucht, ihre Verantwortung als Arenaleiterin und ihren Traum von einer Musikkarriere unter einen Hut zu bringen, wollte auch ich versuchen, endlich meinen langjährigen Traum zu erfüllen, denn man hört auf zu leben, wenn man seine Träume aufgibt. Ist es nicht so? Was labert ihr da für eine Scheiße?
Ich kehre erstmal zu meinen Pflichten zurück. Eines Tages werde ich zum Film zurückkommen. Bis dahin überlasse ich meinen Platz als Filmstar. Überlasse ich dir meinen Platz als Filmstar. Hm? So, wir sollten langsam gehen. Mr. Woody ist bestimmt fertig mit seinen Vorbereitungen. Das soll mal ein Scherzen, oder? Ich soll mich jetzt genau so zum Hampel machen in der Riolumann von vorhin? Da ist es ja, das Logo! Das böse Augenguckstingsbums. Hier drin befinden sich die Studios. Alle Filme, die im Pokéball produziert werden, nehmen hier ihren Anfang. Komm, lass uns hineingehen. Ich bin mir sicher, Mr. Woody wartet drinnen schon auf uns. Oder drinnen schon auf uns. Ja, komm schon, das... Sieh doch nicht so wie ein Bekloppter. Hey, Boss, ich hab Michael mitgebracht. Michael? Oh, ausgezeichnet, vielen Dank. Ich stelle mich am besten nochmal vor. Ich bin Mr. Woody, der Besitz von Pokéball. Ich habe dich zu mir gerufen, weil ich dich um einen großen Gefallen bitten möchte. Du ahnst es sicher schon, aber ich hätte gern, dass Pokéball dein Talent als Schauspieler zur Verfügung stellst. Mein Talentsucher meinte, man sehe dir gleich an, dass du zum Star geboren bist. Als ich dich vorhin zum ersten Mal sah, konnte ich es kaum glauben. Er hatte nicht zu viel versprochen. Sag doch, Boss. Ich bitte keinen Zweifel, dieses Kind wird nur die Herzen der Kinobesucher erobern und zu einem absoluten Superstar aufsteigen. Jupp, da hast du sicher recht. Ich gehe auch schon davon aus, dass Michael eine glänzende Karriere im Showgeschäft bevorsteht. Ich bitte dich, versuch's einfach mal. Warte, ich habe extra diese Angelegenheit einen absoluten Topstar als Lippern für dich engagiert. Hey, Sandro! Oh mein Gott, das ist wirklich. Gestatten, mein Name ist Sandro. Nett, dich kennenzulernen. Der gute Sandro ist das Aushängeschild von Pokéball, ein Star der Extraklasse. Und ich habe hier genau das richtige Drehbuch für einen alten Hasen wie ihn und einen jungen Nachwuchs. Wann ist endlich mal vorbei? Für einen alten Hasen wie ihn und ein junges Nachwuchstalent wie dich. Dein entschlossener Weg gefällt mir. Ich freue mich schon darauf, mit dir vor der Kamera zu stehen. Und tschüss. Ja, lässig wie immer, was, Sandro? Na schön, wenn du einen Film drehen willst, musst du nur meinen Mitarbeiter dort ansprechen. Und keine Sorge, wenn es nicht sofort so klappt, wie du es dir vorstellst. Lass einfach alles raus. Michael, ich zähle auf dich. Du kannst zwar alles rauslassen, aber bitte nicht hinten. Altes, verwehrtes Schwein. Na gut, Freunde, das war's. Mal für diese Folge, weil Pokéball und so, das dauert ein bisschen, bis ich das gedreht habe. Sprich, es geht dann hier mit dem... In unserem ersten Filmdebüt geht es dann in der nächsten Folge weiter bei Pokéball oder Quatsch, nicht bei Pokéball 2, sondern bei Pokémon Weiß 2. Ja, es gehört einfach dazu, ja, Sandro ist voll die coole Sau. Was bist du für einer? Die Galop hinter mir von einem bildhübschen neuen Talent, das ist so unzurig. Was? Einen bildhübschen neuen Talent aus der so unzurigen Region verwendet. Nintendo? Wollte mir damit weismachen, dass die nächste Region, die sechste, einfach die Region von der sechsten Generation halt, sprich dann halt von der nächsten Edition, dass die wirklich so und so heißt? Oder heißt eher Sound so? Sound so Region, so und so Region, klingt beides scheiße. Wie es wohl aussieht? Also, wenn der Name schon so doof klingt von der Region, dann würde ich es lieber nicht wissen. Gut. So viel dazu, wir haben in dieser Folge den Arena-Kampf gegen Mika gesehen, wir haben gewonnen und natürlich auch, wie man hier wohl so als Filmschauspieler wohl aussehen wird, wenn man dann vor der Kamera ist und so. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und also in diesem Sinne und also es war auch immer gut zum Verabschieden. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Pokémon Weiß 2, ein neues Abenteuer, dann bei Pokéball. Oh yes! Bis dann und ciao zusammen. Juhu, ich freue mich so. Pokéball, Hollywood. Hoffentlich mache ich nichts falsch. Wahuhuhu, wahuhuhu.